It's me, Mario! Hey, Freunde, willkommen zu uns. Was ist offen? Willkommen zur zweiten Folge von dem sagumschreibenden Odyssey-Projekt, was ich seit, ich weiß nicht, wie lange nicht hochgeladen habe, aber egal. Wir zocken es trotzdem! Das geht nicht. Das ist aus Versehen, Leute. Das ist aus Versehen. Das geht nicht. Ich habe Odyssey jetzt erstmal lange nicht mehr gespielt. Ich würde sagen, wir versuchen uns jetzt erstmal so schnell wie möglich den Weitsprung zu holen. Beziehungsweise den Long Jump, wie auch immer man ihn jetzt nennen darf. Die nennen ihn Hitchpunk. Mir ist so kalt. Was ist hier denn nur passiert? Alles froh auf einmal. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel. Egal. Warte. Mich hier hoch. Wir dürfen ja jetzt mittlerweile eine Schnappattacke machen, aber ich würde trotzdem den Schnappattackensprung nicht machen. Aus einem einfachen Grund, weil ich Angst habe, dass er dann wieder auftaucht. Ey. Muss. Guck mal da hoch. So komisch, Odyssey jetzt wieder in so groß zu spielen, weil ich habe den immer nur auf dem Pad gespielt. Achso. Außerdem habe ich mal Angst, dass irgendwas passiert. Ansprung ist okay. Ich sammle die jetzt einfach so ein. Okay, da komme ich wohl noch nicht hoch. Na, vielleicht ja doch. Okay, ich komme doch ruhig, ich nehme alles zurück. Münzen! So, Stromleitung. Warte, hier ist, so, Samen. Da kommt später ein Mond raus. Ja, genau, hier finden wir Ducken heraus. Reisetipp, Ducken. Wenn du etwas Interessantes entdeckst, was sich deinen Zugriff durch eine niedrige Deckung entzieht, dann drücke ZL, um dich zu ducken. Auf diese Weise kannst du dich sogar vorwärts bewegen. Das ist ganz toll. So, können wir ducken. Und schön da rein. Meine Handcam ist jetzt über meine Controllercam, muss ich übrigens auch nochmal neu einstellen. Ja, weil, wie gesagt, ihr habt ja wahrscheinlich mittlerweile alle gekriegt, weil ich ein Stativ gekauft habe. Und dafür muss ich das jetzt immer neu einstellen. So, wir sammeln jetzt diesen Mond ein. Nur für Angestellte. So, erster Mond im Wüstenland erledigt. Werden vermutlich mehr Monde sammeln, als wir müssen. Einfach aus einem einfachen Grund. So. Dann, ich weiß nicht, ich glaube, ich hole mir erst lieber den Waldsprung. Nehmen wir hier noch Mond. Das ist schön. Ich glaube, ich hole mir erst den Waldsprung, der ist da. Das weiß ich, weil ich das Spiel schon durchgespielt habe und ich liebe dieses Spiel. Das ist mein absolutes Lieblings-Mario-Game, Leute. Ja. Dieses seltsame Brautpaar, Bowser und Peach, ist vorhin in die Ruinen rein und seitdem noch nicht zurück. Okay, das klingt nicht sehr toll. Och, nee. Oh nein, der ist eingefroren, der Arme. Wollen wir den da raushelfen? Nee, ach schade. Das tut mir leid. Schau mal, baut sein Fußabdruck. Ich habe so lange keine. Also ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich aktiver werden möchte. Reisetipp, Hechtsprung. Also eigentlich ist das der Long. Also ich nenne ihn Long Jump. Aber die meinen es Hechtsprung. Wenn du richtig weit springen oder noch schneller als es beim normalen Rennen möglich sein möchtest, dann renn, duck dich und spring. Du machst einen Hechtsprung und hüpfst davon. Also die meinen. Aber ich hätte gerade fast wirklich meinen Hecht, also wie ich ein Hecht bin. Also wir können schon mal schneller vorbringen, das ist gut. Das Rollen gerade war aus Versehen, das geht nicht. Dann kann ich immer sagen, was aus Versehen ist, aber ich habe nicht ewig Zeit. Oh, ich hab sehr schnell, okay. Ah, oh nein. Okay, vielleicht. So, capturen wir die mal. So, hier ist ein Mond. So, wo holen wir uns den her? Ist der dumm? Hupp!
Mond. Unser dritter Mond, Leute. Drei Monde. So, da vorne ist unser nächster. Da kommen wir, glaube ich, noch gar nicht dran, weil wir noch keinen, ich glaube, mit einem einfachen Long Jump kommen wir da leider nicht dran. Okay, an den kommen wir noch nicht dran. Das ist schade. Sonst, wir machen mal. Wir bewegen uns mal mit Long Jumps vor, weil das halt einfach schneller geht. Wo gibt's noch mal? Genau, die Sings. Gehen wir jetzt mal zu Sings. Jetzt wollte ich mal ein Let's Play dafür machen. Ich weiß nicht, ob das in der ersten Folge gesagt habe. Jetzt wollte ich ein Let's Play machen. Schreibt's in die Kommis, ich hätte Bock dazu. Sei gegrüßt, Reisender. Ebenso sei deine Kopfdeckung begrüßt. Magst du meine Fragen zu beantworten? Ja, klar. Was begehrt das räuberische Ungeheuer aus diesem Land? Ein Ring, Maracas, Eisbecher, Sand. Also ich denke, es wäre am sinnvollsten Sand, aber er sucht einen Ring. Diese Antwort ist korrekt. Bitte setze deinen Weg fort. Hey, danke. Hey, ja, ja. Da könnte man, können wir irgendwo später noch einen Mond. Adelbär. Nicht jetzt. So. Hier ist Geld. Geld ist cool. Können uns ein bisschen was kaufen, vor allem Herzen. Und wir können uns auch einen Mond kaufen. Ja. Erstmal holen wir uns die Dinger. Da! Das war aus Versehen. Nein! Okay, Leute, wir sehen uns gleich nach dem Reset wieder. Wir sind wieder im Wüstenland. Juhu! Ja, Wüstenland. So, die Texte hier lesen uns nicht normal für euch. Die sind nicht furchtbar, aber ich will mir die nicht nochmal durchlesen. Ich habe mir hier schon ein paar Münzen gekrallt und so. Ich bin dann nur nochmal rausgegangen, um was zu futtern. Und bin dann wieder reingegangen. Wir holen uns diesmal den Mond hier, den habe ich mir nicht geholt. Also ich habe mir einfach nur die Monde geholt, die wir schon hatten. Und dann sind wir jetzt wieder hier. So. Warte, wir machen es richtig, wir reden erstmal mit dem Dude. Irgendwo hier im Raum ist ein Preis versteckt. Spüre die Vibration, lass dich von ihr leiten und sie wird dich hinführen. Also mein Controller vibriert. Mal sehen. Der Vibration erkennt man nicht. Auf jeden Fall hier vibriert er jetzt ganz hart. Seht ihr das? Ja! Wir rumpeln im Versteck. Oh. So, dadurch dürfen wir auch ducken, weil ich habe mit dem Mond halt da drin auch gekrallt. Das heißt, das hier dürfen wir. So, wir holen uns den Long Jump. Und dann bin ich wieder auf der alten Stufe. Das ist schön zu wissen. Vor allem zu sehen. Das ist bei euch die Aufnahme manchmal ein bisschen. Hey, habe ich das jetzt gemacht? Okay, so, es gibt mir jetzt einfach alles, weil habt ihr ja hoffentlich schon gelesen. So, wäre das eben schnell vor. Da vorne sind noch wieder Münzen, die hätte ich mir eben eigentlich holen können. Upp, wada, linga, wup, ling, wup. Ja. Ich würde langsam mal den Hechtsprung lernen, das wäre sehr. Warte, hier, warte, ja, da, schild. Es gilt. Was mache ich eigentlich? Ich nehme seit 10 Minuten auf und muss schon settern. So, hopp. Münze. Wir hätten uns eigentlich den Mond da holen können, aber egal. Habe ich irgendeinen Mond vergessen? Ich habe jetzt 7 Monde, glaube ich, ne? So, dann machen wir das hier drin. Hier drin kann ich machen, was ich will, also. Abgezogen. So, hier ist dann wieder ein Real. Wir fliegen erstmal direkt.
Wir holen uns erstmal hier den Mond. So, den Mond. Dafür brauchen wir auch eine Kugel WD. So, den lassen wir jetzt mal eben da schweben. So, wir holen uns erstmal den hier. Nein, nicht dich. Wir holen uns den hier. Okay, gut. Den kapern wir jetzt wieder. Oh Mann. Was? Ich suche die ganze Zeit nach irgendwelchen Schildern in der Ferne. Seht ihr Schilder in der Ferne? Nee, ne? Hui! Nächster Mond, ich habe jetzt 9 Monde. Okay, wo kriegen wir noch einen Mond her? Wir könnten jetzt eben den zweiten Sphinx-Mond machen, aber ich würde den eigentlich für die nächste Folge erst aufheben. Wir sind da! Wir werden diese Welt hier nicht zu 100%, aber wir werden sie gut machen. So, wir holen uns den Mond. Dann den. Komm. Nein. Nein! Oh, der ist so schwer. Oh, das wäre so gut gewesen, egal. Dann holen wir uns noch den leichten Adler. Glaube ich. Okay. Dürfen wir die Dings-Attacke? Ja, ich glaube schon, ne? Ich habe mir das angeguckt. Genau, jetzt habe ich es geschafft. Ja. Also ich glaube, also wenn ich jetzt resetten muss, also es ergibt eigentlich keinen Sinn. Also das dürfen wir eigentlich schon. Das hier. Das hätte ich da halt benutzen können, aber mache ich nie. So, jetzt ist meine Kamera schon drin. Ne? Boom! Boom! So, und jetzt seht ihr, wie ich zurück zu einem anderen Adler jumpe. Okay, guck mal, hier ist noch ein Mond auf dem Weg, den habe ich ganz vergessen. Ich bin ein Kaktus. So, der Kaktus hat jetzt einen neuen Platz. Stampfattacke. Mond. Boom. Meine Lampe. Die musste ich aber eh ausstöpseln, weil ich bin so jemand, der, ich musste jetzt gerade eben, no joke, meine Switch-Station musste ich tatsächlich aus dem Wohnzimmer hierher tragen und deswegen musste ich meine Lampe ausmachen, weil mein Steckdose voll war. Früher wäre es noch schlimmer gewesen. Dann kriegen wir noch was her. Und da oben ist noch was. Ey, warte, da oben. Erwischt. Da vorne ist noch Mond. Was ist das für ein Licht?
Aber wir hätten mal die Hauptmission machen können, Leute. Okay, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge mal die Hauptmission, ne? Oh, das ist so dumm. Wieso mache ich die nicht? Ja, auf jeden Fall, Leute. Das war's für die heutige Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir die Hauptmission machen. Und ja, hier seht ihr Mario ohne Mütze. Haut rein und ciao!